Nein, ich meine so, es läuft schon scheiße und du fragst dich, wann wird's besser? Wow. Oh, das klingt schlimm, Armin. Ja. Mein Baba hat einen starken Rücken. Was? Ich hab Urbock auf Eriks. Ha. Wir waren urlang nicht mehr hier. Ja, das wird hier ganz komisch. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Alibaba Nuri und willkommen zu einer neuen Runde Geschwisterfragen. Geschwisterfragen ist ein Format, das wir sehr gerne drehen. Also jeder ist jedes Mal sehr glücklich darüber und wir sind aufgeregt. Früher haben wir das viel öfter gedreht, als Marci noch da war. Nach diesem Video kommt aber ein sehr besonderes Video, deswegen können wir jetzt mal in Ruhe Geschwisterfragen machen und dann uns auf die nächsten Projekte konzentrieren. Auf Lock. Okay. Auf Lock. Auf Lock soll Jugendwort des Jahres werden. Darüber wurde geredet. Nein, das ist Goofy. Das Goofy? Oh ja, Goofy. Oh mein Gott, ich weiß einfach nicht mehr, was diese Sachen bedeuten. Ja. Also wie alt ich mich letztens gefühlt habe. Sie hat im Zimmer zu mir gesagt, auf Lock sei. Ich so, was? Auf Lock? Hä? Leute, Geschwisterfragen ist ein Format, das wir sehr gerne haben. Früher haben wir es noch mit Massi gemacht, aber Massi ist leider nicht mehr da. Ist der. Ja. Ja. Wir haben ein Upgrade gemacht oder ein Downgrade, denn du bist kleiner als er, verstehst du? Ach so. Da Downgrade. Aber... Und weniger behalten. Wir legen los. Oh, sorry. iPhone 15 Pro Max. Okay, Armin. Die erste Frage lautet, wann seht ihr Marci wieder? Boah. In ein paar Jahren. Das ist eine gute Frage eigentlich. Ja. Wann erst? Das ist halt das Schwierige, wir wissen es nicht. Wir können das echt nicht beantworten, Leute. Also das haben wir schon oft gesagt, aber die Frage ist so oft gekommen, deswegen habe ich das Gefühl, es ist noch nicht bei allen Leuten angekommen. Marci hat ein Visum für 5 Jahre. Es kann sein, dass er länger bleibt oder kürzer, aber es ist jetzt mal genau ein Jahr um. Also er ist genau letztes Jahr am 22. November nach Amerika gereist und seitdem ist er weg. Er hängt immer da. Marci ist immer bei uns. Und ich finde es immer lustig, wenn Leute fragen, habt ihr noch Kontakt zu Marci? Er ist unser Bruder. Leute, man kann zu allen Leuten Kontakt verlieren, aber nicht zu seiner Familie. Ja. Es sei denn, man streitet um Grundstücke. Die nächste Frage, sag mal, bitte hör auf zu lesen. Ich habe es gelesen. Was will Sano jetzt werden? Hey, jetzt ist es eigentlich eine interessante Frage. Ich denke, es ändert sich eh bald. Synchronsprecherin, da mache ich ein bisschen Auge. Und im Monat, ich habe gesehen, wie viel man verdient als Synchronsprecherin. Wie viel? 2600 im Monat. Das kommt ganz unerwartet. Synchronsprecherin? Ich weiß nicht, ja, ich mache Auge seit ein paar Wochen oder so. Warte mal, was ist das jetzt? Ich mach Auge? Also sie schaut, sie achtet darauf. Ich interessiere mich. Versuch mal die Stimme von Elsa nachzumachen. Ich sage dir was für Elsa. Ich sage dir was für Elsa, warte. Zum Beispiel, Christoph, wo gehst du hin? Wie würdest du das als Elsa sagen? Christoph! Nein, keine persische Elsa, okay? Christoph, wo bist du denn? Ja, das ist gut. Aber wie gesagt, es ändert sich wieder. Ja, ja, das ist gut. Sondern wir wollen dich nicht verarschen, wir wollten nur hören, was schon geht. Armin, halt's Wort! Nein! Sano, lass mich. Was wollt ihr 2024 erreichen bzw. machen? Bali? Achso, sorry. Armin, fang an. Für 2024. Ja. So, ich versuche jetzt meine Noten richtig hinzukriegen, dass ich auf eine Medizinschule gehen kann. Medizinschule, ja? Ja. Und das ist aber nicht Arzt werden, sondern? Krankenpfleger. Krankenpfleger, okay. Ja. Diese Medizinschule ist wie sozusagen ein Gymnasium. Wenn du dort einen Abschluss hast, kannst du doch immer so studieren gehen, glaube ich. Ah, okay, dann hast du deine Matura oder Abitur. Ja, genau. Okay, Sano, du? Ich will nach Amerika. Marci. Oh. Ja. Ich will 2024 weniger reisen und mehr für Studium machen. Was? Yeah. Du willst Entschuldigung! Ja, weil ganz ehrlich, dieses Jahr, es war das beste Jahr. Wirklich das allerbeste. Ja. Okay? Ja. Nein. Und ich bin extrem dankbar dafür. Aber ich kann nicht noch ein Jahr genauso wie dieses machen. Dafür lief es dennoch sehr gut, aber es kann noch besser laufen. Wir sind mindestens 8-9 Mal gereist. Ja, eben. Oha! Ja. 2024 für mich, auch genauso wie Sano sagt, inshallah, Marci besuchen. Und Nummer 2 wäre, Leute, nach diesem Geschwisterfragen kommt ein Video und für 2024 wäre das Ziel, dass wir Teil 2 davon fertig kriegen. Ja, das heißt, es widerspricht dem, was ich gesagt habe. Ja, Sano soll euch mal alle einen Namen geben mit Chipsorten, zum Beispiel Pringles C. Einfach. Cheetos, weil du so scharf bist. Ja. Zwiebel, weil du Mundgeruch hast. Oh. Paprika, weil du so rot bist, wenn du vor deiner Freundin bist. Okay. Fertig. Okay. Also ich bin zufrieden mit meinem. Wieso habe ich nicht Chipsos bekommen? Wenigstens bin ich nicht der mit dem Mund. Was ist euer Red Flag? Sagen wir mal, nicht so auf Beziehungen oder sowas bezogen, sondern im Leben. Also beste Freundin zum Beispiel? Ja. Wenn sie mich anlügt, ja. Sie sagt zu mir, sie hat keine Zeit, sie muss lernen und so, dann sehe ich ihre Insta-Stories und sie geht mit Freundinnen raus. Red Flag. Oh, warum klingt mir das nach einer wahren Geschichte, Sarah? Was? Ist das passiert? Ist das passiert? Bei mir. Also du bist also, die Freundin. Ja, ich bin.
wer von euch ist in der Öffentlichkeit am schüchternsten? Leute, eine Sache, was ich sagen will, zum Beispiel, ich fahre halt viel U-Bahn, weil ich habe noch immer nicht meinen Führerschein. Okay, okay, ihr habt verstanden. Aber ich habe das Gefühl, dass Leute, wenn sie dich sehen, also so in der U-Bahn, weil sie dich von den Videos kennen, erwarten, dass du so bist. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Alibaba Suri, willkommen. Versteht ihr? Man, ich sitze einfach da und höre Musik und weine fast. Wie bei mir letztens in dieser AK-Jugend-Dings-Dings. Das war ja, so was, erzähl mal. Das war, ich war bei, wie heißt das mal, diese AK-Jugend-Dings da? So eine Berufsinformationsstelle genau, war genau, genau. Wie viele Kinder dort waren und wie viele mich erkannt haben. Und das Schlimme ist, nicht, dass nur die mich betatscht haben, sonst ein paar Freunde haben mich auch betatscht. Aber so unangenehm so. Deine eigenen Freunde haben dich betatscht? Ja, keine Ahnung. Sie so haben die Situation ausgenutzt. Das ist einfach Tom Holland. Wie fühlt er sich? Ja, Tom Holland mit Armin vergleicht. Ja, Tom Holland. Spider-Man und Armin. Tom Holland. Aber wir haben gar nicht die Frage beantwortet. Wer ist am schüchternsten? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das kann man schwer beantworten. Wer von euch ist am emotionalsten? So. Emotional ist, wenn man wirklich... Ja. Es geht mehr so um... Ja, Schule. Emotionen? Versteht ihr nicht, was emotional ist? Ja, Schule. Depressionen zeigen, dass ich Eier war. Was war das für eine Erklärung? Ja, egal. Okay. Es ist Winter. Okay, Sano, es ist Sano. Depressionen zeigen. Was war euer Lieblingsurlaub jemals? London. London war schon sehr geil. Sehr, sehr schwierig. London war schon sehr geil. Aber ich würde auch sagen, Portugal war sehr geil. Aber ich glaube, von den Videourlauben war London mein Favorite. Ja. Armin, bei dir? Ich meine, du warst ja nicht... Ich frage jemanden, der jedes Mal nach Iran, Österreich, Iran, Österreich, Iran... Als kleines Kind dachte ich, es gibt nur Iran und Österreich. Wer gibt im Monat am meisten Geld aus? Sano. Nicht nur ich. Obwohl, ich, ja, eigentlich Alibaba. Lass mich raten, so. FIFA Pack Opening kaufen. Ganz oder? Genau. Schau, das ist genauso, wie du Gefallen daran hast, haben Frauen Gefallen daran, das für Kleidung auszugeben. Dann kannst du auch nicht sagen, hey, das ist voll unnötig. Eine Frage, wenn du Klamotten kaufen gehst, ja, und da in die Kabine, besteht da die Wahrscheinlichkeit, dass Mbappé Walkout da rauskommt? Nein. Wie viel Geld gibst du in der Woche so mindestens aus? Ach so, insgesamt für alles? Ich durchschnittlich. Ich will nicht nachschauen, wirklich. Es ist mindestens mehr als 100 Euro. Ja. Ach so, ich dachte die ganze Zeit, du willst Deo in deiner Achsel. Nein, ihr lässt die ganze Zeit Fragen, das nervt. Würde Sano eher in Amerika leben oder in Österreich? Geht doch alleine leben. Ja, kannst auch, ja, kannst auch alleine leben. Ich will eines Tages Österreich. Und da kann ich meine eigene Game Night machen, wenn ich älter bin. Okay. Lade ich euch ein? Ja, natürlich. Wenn ihr da schon älter seid, dann leider nicht. Aber wir werden älter sein. Okay. Also nein, wir werden dann kommen und dich genauso nerven, wie du uns immer genervt hast. Oh, so als alte Männer. Wie geht es euch damit, dass Alibaba eine Freundin hat? Gut. Gut. Wie geht das jetzt an? Du kannst doch trotzdem das sagen. Hey, ja, stabil. Wie verhält ihr euch hinter der Kamera? Wie als hätte man ADHS schon. Ja. Ja. Eigentlich finde ich, dass jeder von uns sich hinter der Kamera ganz genauso verhält wie vor der Kamera. Du nicht! Du auf gar keinen Fall, man sieht so mitten, so wie vorhin zum Beispiel, wo du so auf einmal deine Power-Energy rausholst und auf einmal so. Ja, und so weg ist. Sahara ist in echt noch aufgebrachter, aber dann vor der Kamera ist sie so. Yes. Und von hinter der Kamera, wenn wir darüber reden, meinen wir eher so mit Freunden, Leute. Wir meinen nicht in der U-Bahn. Wir sind nicht in der U-Bahn mit, was geht da, Freunde, mein Name ist Alibaba. Bitte, versteht das jetzt, bitte. Okay, nächste Frage. Ich finde diese Frage, die stelle ich jetzt nicht. Okay, aber ich zeige sie Sahar. Ich zeige es euch beiden nicht. Warum machst du einen Screenshot? Sahar hat es gelesen. Warum? Zeig's auch. Leute, ich kann Alibaba, es sagen. Zeig. Alibaba, ich bin kein Kind. Ich habe schon hier einen Butter schon. Ich, das ist, zeig doch einfach! Kann ich sie dir zeigen? Ja, zeig! Warum machst du immer so Entscheidungen von mir abhängig? Ich habe nur... Weil du die Erwachsene hier sozusagen... Ich bin aber nicht! Okay. Weil Leute, ihr müsst euch... Ich hasse es, wenn Leute so etwas... Sie deswegen zeigen ja anderen, aber uns ja, nicht. Warum oder erwähnt zum Beispiel, das dann? Oder zum Beispiel, ey, ich muss dir was erzählen. Obwohl, nein, doch nicht. Ich erzähle es in ein paar Tagen oder okay, so. Oder bei mir so, ich hasse es das. Ist was ganz es komisches. Erst in ein paar Tagen. Es ist die komischste Frage, die ich hier bekommen habe. Ich kann es wirklich nicht im Video vorlesen. Ich kann es euch für 3 Sekunden zeigen. Nein. Wer schneller lesen kann, ist klein Vorteil. Nein. Und dann bin ich weg. Anima, aber du redest mit deinem Legastheniker. Nein. Nein. Okay. Ich zeig's euch. Das ist ein langer Text, was du redest. Okay, 1, 3 Sekunden sind zu kurz. 1, 2, 3, 4, 5.
Habt ihr es gelesen? Ja. Was ist das für eine Frage, okay, Mann? Wer hat diese Frage gestellt? Nein, wir wollen niemanden, jemanden namens Musa. Okay. Musa, ich finde dich. Nein. Wärt ihr eher 3 Jahre jünger oder 3 Jahre älter? Also was 3 Jahre älter, da wäre ich 18. 3 Jahre älter. Aber Leute, glaubt mir, es ist nicht so schön. Eindeutig jünger. Da bin ich irgend so ein Zwerg, der seit 2 Jahren seine Haare verloren hat, anstatt seit 5 Jahren. Der dann irgendwann in der 8 ist, okay? Ich habe die nächste Frage und ich möchte einfach wissen, wie kommt ihr auf diese Fragen? Also ich verstehe es nicht ganz, aber die Frage lautet, kackt Armin im Stehen? Also warum Armin und wie kommst du drauf? Warum immer ich? Ja. Nur weil du Glatze hast. Ja. Nein, weißt du, ich tue Kopf über Kacken. Ja, aber Leute, ich muss eine Sache sagen, bei ihnen zu Hause, bevor wir ihn adoptiert haben, es gibt die beste Popo-Dusche bei ihnen, wenn man scheißen war und dann ich schwör's euch, das ist das Beste. Wenn man mich fragen würde, wo würdest du den ultimativen Schiss legen, dann würde ich sagen, bei Armin zu Hause. Sag schwör? Nein. Sag schwör. Habt ihr einen Spitznamen? Ja. Ja, ich habe Sahara hat einen auf Englisch. Du meinst, ich habe einen auf Englisch. Was unsere Tante zu dir gesagt hat. Adoption. Weißt du, es war im London-Video schon nicht lustig. Ich habe irgendwelche random Spitznamen bekommen. Caillou, Avatar, Keksi, Johnny Sins, The Rock, Baby-Version. Wie geht es euch mental? Scheiße, Schularbeiten beginnen wieder bald. Sehe ich so aus, als wäre ich mental labil. Sarah, wie geht's dir? Es ist Bio-Chill. Eh gut, ich bin aber kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Ah, okay. Also, kennt ihr das? Es geht euch gut, aber ihr wisst, bald ist es wieder so weit. Genau. Genau dann. So, also wenn man so kurz davor ist. Fasst du deine Füße an? Komm hier. Oder kennt ihr das, wenn ihr schon mental komplett am Abkacken seid und ihr gar nicht mehr wisst, wann es wieder anders wird? Das weiß man ja nie, wenn es scheiße läuft. Nein, ich meine so, es läuft schon scheiße und du fragst dich, wann wird es besser? Wow. Oh, das klingt schlimm, Armin. Ja. Mein Baba hat einen starken Rücken. Was? Ich habe Bock auf Eriks. Was ist das schon wieder? Eriks, das sind diese Grünen, was man draußen essen kann. Schababs Botten. Günauer Locken. Wer ist Sanos Lieblingsfußballer? Bitte nicht nach Aussehen. Oh mein Gott. Sano, kriegst du es hin? Ja. Einen Fußballer zu Messi. Okay, und was kann er am besten? Welche Stats? Was ist für dich so das, was er am besten kann auf dem Feld? Also was kann Messi am besten? Gut Kinder machen. Oh mein Gott. Er hat Geschmack. Er hat wirklich Geschmack. Er hat eine schöne Frau geschnappt. Messi, super. Weiter so. Am Fußballfeld Kinder machen. Was ist euer Lieblingsparfüm? Das da. Wie ist es, eine adoptierte Schwester zu haben? Mittlerweile sind wir schon so weit, dass wir sagen können, also das Familiengefüge ist irgendwo klarer. Also mittlerweile ist es nicht mehr das, wie es früher war. Und ich glaube, das hängt viel damit zusammen, dass wir älter und reifer werden und es halt immer mehr akzeptieren. Ja, oder? Du hast so halt die Fresse. Stell dir vor, Tupac lebt und plant mal ein Feature mit Sano. Sano, wie würde der Song... Tupac? Ja, wie würde der Song heißen? Die Frage ist, will ich mit ihm einen Song machen? Oh. Das ist auch eine Frage. Mit wem würdest du einen Song machen wollen? Hava. Wenn sein gutes Duo. Wie würdet ihr euren Song nennen? Weiß ich ja nicht. Stell dir vor, du würdest ein Lied schreiben. Zwei Bitches, wollen. Wie schön David. Oh mein Gott. Zwei Mean Girls. Was macht Massi genau in Amerika? Liebe eure Videos, grüßt mich. Du hast Videos falsch. Was er aktuell macht ist, Leute, er hat mittlerweile 2 Autos gekauft. Was? Und er hat eine App gefunden, ja. Oha. Er hat eine, also so 2 kleine Autos. Er hat eine App gefunden, worüber er diese Autos vermietet. Aber es ist nicht so, dass er damit das große Geld macht. Aber das ist schon mal eine Einnahmequelle. Könnt ihr euch alle in 3 Wörtern beschreiben? Okay, dann sagen wir mal über Armin. Du bist für mich Meister Proper, ist das erste Wort. Sehr lustig. Das dritte ist aufgeweckt bzw. intelligent. Ich schätze dich als ein sehr intelligentes Kind ein. Joho! Sano, du bist sehr kreativ. Auch wenn du es selber nicht ganz begreifst. Dann das zweite wäre hübsch, aber Armin, du bist auch hübsch, okay? Ja, chill. Und das dritte wäre lebensfroh. Du bist sehr interessant. Wirklich? Ja, sehr interessant. Du bist hübsch. Wunderschön, modern. Kein Modern. Du bist intelligent. Und du bist hübsch. Danke. Und ein Model. Und du hast einen kranken Style. Ja. Und Sarah, du bist noch nicht dran. Aufgeweckt, also so. Und das dritte ist adoptiert. Das sind die 3 Wörter, die ich für dich habe. Erzähl. Ich beginne mit Sarah. So. Aufgeweckt, sehr aufgeweckt. Schon lustig. Schon ziemlich verarschen. Und schon sympathisch.
Okay. Schon, oh mein Gott. Armin, aber okay. Ganz ehrlich, dieses schon zerstört schon vieles. So nett, wirklich. Danke. Ah, sehr aber nett. Gar kein schon. Ja. Okay, über mich, ja. Ja. Sehr humorvoll, meiner Meinung nach. Das schon sehr oft diese Vaterrolle, glaube ich, besser oder so. Diese, wie heißt das, wenn man so, verantwortlich. Verantwortungsvoll, genau. Ah, okay. Verantwortungsbewusst. Ja. Okay. Okay. Du, Sano? Ich finde es gut. Er muss selber lachen. Er muss selber lachen. Ja, wieso, danke. Wieso? It's so hard. Lustig, sehr lustig. Oh, danke. Okay, also, es ist schon ziemlich krank, dass jemand wie ich überhaupt den gleichen Humor kann, ja. Existiert und freundlich, sehr freundlich. Ah, oh, danke. Ja. Hübsch, Mann. Sehr intelligent. Du bist einer der schlauesten Menschen, die ich kenne. Ich bin genug auch an der Säule. Was? Plus auch an der Säule. Auch an der Säule. Der Typ, der ihm Mathe beibringt. Du bist schon lieb, du bist schon sympathisch, du bist ab und zu nett. Yeah. Oh mein Gott, hast du es so persönlich genommen, was er gesagt hat? Ich. Ein guter Bruder. Liebvoll, du kochst mir alles, was ich will, wenn ich Geburtstag habe oder so. Ja. Du bist lustig, also eher humorvoll. Und du bist der beste Bruder. Okay. Mach mal, du bist ein guter Bruder, ich du bist der beste Bruder, du kaufst mir alles. Humorvoll. Und eine Umarmung. Also, period. Du sagst, du bist dich auch so für deine Noten. Du bekommst immer gute Noten, sehr schlau. Würde ich niemals schaffen. Du hast einen kranken Style. Auf jeden Fall, du gibst mir immer geile Tipps, was ich anziehen sollte, wenn ich depressiv bin, wenn ich nichts zum Anziehen habe. Danke für dein Gel, habe ich heute auch benutzt. Danke für deine Klamotten. Deshalb ist es so leer. Danke für deinen Schmuck. Danke für alles. Klamotten, Schminke und so. Okay, gerne. Aber Sandra, es ist, man soll sich jetzt nicht bedanken, sondern beschreiben. Und danke, dass du hier bist. Ich habe die beste Schwester, meinte ich. Oh, okay. Du, Sarah. Und du bist sehr hübsch. Sehr hübsch. Dankeschön. Aber schon einfach 2.0 Kylie Jenner, aber viel hübscher. Aber schon und nicht von Natur. Armin, du bist einer der lustigsten Menschen, die ich kenne. Nummer 2, ich finde, du bist sehr schlau. Nein. Du hast irgendwie echt viel Tierwissen, ist mir aufgefallen. Und ich denke, woher? Du weißt echt viel. Das Problem ist, als kleines Kind habe ich mich hart für so Biologie für Tiere und so. Oh, sehr, kennst du Go, Why Mission Wildnis, diese Kinderserie? Ich habe das als Kind studiert, okay? Du siehst in Afghanistan aufgewachsen. Ja, also, dort gab es keine Tiere. Dort gab es nur Familie. Und es war schlimm. Du siehst da einen kleinen persischen Jungen, der vor dem Fernseher ist und sich schon gefühlt Notizen macht. Aha, Kanguru kann Schiffe ringen, kann Tier in seiner Bauchtasche haben. Bauchtasche. Nummer 3, ich finde, du bist ein sehr hübscher Junge. Ja? Sag danke. Danke. Sano. Ich? Ja. Okay. Okay, oh, schieß los, Mädchen. Yeah. Ja, also Sano, du bist sehr witzig, sehr schön. Ich weiß. Ich finde, du traust dir manchmal zu wenig zu. Also in dir steckt viel mehr. Was mit mir? Ich finde, du bist ein sehr kreativer Kopf. Ja. Diese ganzen Ideen und so, die du immer hast für die Videos. Oder auch, dass du dir das Schneiden selber beigebracht hast. Du bist leider lustig. Ich gebe es nicht gerne zu, aber du bist lustig. Es ist halt schwer, das nicht zu tun. Und du bist ein sehr guter Geschichtenerzähler. Ich finde, du erzählst Geschichten so... Ich weiß nicht, man live dabei oder so. Es ist so irgendwie so spannend. Okay, danke schön. Hey. Wird Massi an Sanos Geburtstag da sein? Hoffentlich. Hoffentlich, aber ist nicht geplant. Ich muss aber ehrlich sein, dieses Jahr zu meinem Geburtstag, ihr meint halt so, dein Geschenk wird toll sein oder so, weil ich euch die ganze Zeit genervt habe. Und ich hatte irgendwie die Vermutung, dass halt Massi kommt, hat sich da halt die Vermutung. Wer würde eher mit der Liebe seines Lebens durchbrennen, weil die Familie diese nicht akzeptiert? Weiter. Kann Sano gut Afghanisch? Oh mein oder Gott. Oder Dari? Sano, Forsi, kannst du damit? Was ich sag? Leute, das ist Spaß, okay? Aber viel mehr kann sie auch nicht, das ist das Problem. Wir haben es in London gemerkt. Armin, eine Frage an dich. Also sie ist eine 10 von 10, ja, aber hat eine Glatze. Tut mir leid, aber es ist eine 11 von 10, das geht nicht. Oh.
Spaß, nein, Bruder, was für Glatze. Alibaba soll jedem ein Tier geben, was er denkt, was passen würde. Armin, du wärst so ein Nacktmolch oder Mulch. Oh, ja, das ist schon. Oder Rufus aus Kim Possible. Sano wäre eine Biene und Sahar wäre... Eine Katze, weil sie auch so... Weil sie so viel also, ich dachte, du sagst Sahar wäre ein Reh. Warum ein Reh? Weil man sie nie sieht, weil sie die ganze Zeit irgendwo lernen sind. Sie sind halt immer im Wald versteckt. Alibaba wäre schon so... King Julian. Affe-mäßig so. King Julian. Du wärst ein Orangutan ohne Haare. Was sind eure drei liebsten und lustigsten Sano-Momente? Töten wir sie? Oh, ich reite Gott. Biene. Also auf laufender Kamera. Ja, ja, natürlich. Ach so, auf Laufen. Ich dachte so, Erinnerungen. Ja. Weil das erste, also, töten wir sie? Definitiv töten wir sie. Ich reite Biene. Und, was mir halt direkt eingefallen ist, als du die Frage vorgelesen hast, war die Erinnerung mit ihr, wo wir klein waren in der Badewanne. Ja, ich hab wieder gleich gedacht. Okay, darüber haben wir in der Geschwisterfrage eh schon geredet. Ja, einfach in die Badewanne. Lieber 5 Jahre ohne Alibaba leben oder mit 5 Alibabas? Also 5 Jahre lang... Komplett ohne Alibaba oder mit ohne Alibaba. Mit 5 Jahre mit, mit 5 Jahre Alibaba. Alibaba. Hallo? 5 Alibaba? Hä? 5 iPhone 15. Oh. Hallo? Ein Alibaba. Wenn ihr euch entscheiden müsstet, ob ihr lieber pro Schritt, den ihr geht, 1 Euro bekommt oder sofort 100.000 Euro bekommt. Ein Schritt, 1 Euro. Ja, aber warte, ein Schritt in welchem Zeitraum? Tag, für immer, oder? Für immer. Sagen wir 2 Tage. Ein normaler Mensch macht vielleicht an einem Tag 10.000 Schritte. Wir müssen mal, machen wir mal eine Challenge, wie viele Schritte wir schaffen in 2 Tagen. In einem Geld, Video. Alibaba. Manche von uns müssen lernen. Manche von uns haben Depressionen. Boah, die nächste Frage würde ich so gerne antworten. Online-Shopping oder Normal-Shopping? Online-Shopping. Normal. Eindeutig. Ich sage auch online. Online. Mittlerweile normal. Ist so dieses im Laden shoppen so anstrengend. Ich gehe urgerne in den Laden, aber nur um mich umzuschauen. Wenn ihr die Rollen tauschen könntet, welche Schwester, Bruder würdet ihr für einen Tag sein? Und ich würde zu Hause sein. Okay. Schlau, gute Noten, Kleidungen, Schminken. Ich darf mich schminken. Ich darf alles machen. Also ich würde Sano nehmen, um erstens mich den ganzen Tag lang nicht zu schminken und, und zweitens zu verstehen, warum. Also bei manchen Dingen würde ich so versuchen zu verstehen, warum. Ich würde einfach die Denkweise verstehen wollen. Oh. Was wird aus Bali? Okay, wir haben die 200.000 Abonnenten geknackt und wir müssen die Bali-Reise planen. Wir sind am Überlegen, wann wir es machen. Es ist ziemlich schwer, weil wir haben uns damals ausgemacht, okay, 2 Wochen. Wir tun uns schwer, 2 Wochen zu finden, wo wir halt können, weil Sam noch in die Schule geht. Sobald wir das wissen, sagen wir es euch. Und eine andere Sache, Leute. Ich hatte in einem dieser Videos dieses Jahr versprochen, dass wir noch in diesem Jahr nach Disneyland fliegen. Aber ich schwör's euch, es ist sich einfach nicht ausgegangen. Aber es kommt noch, okay? Weil wenigstens wurde es dir nicht einfach so versprochen. Mein Vater hat bis zum ersten Jahr von Gymnasium, jedes Mal so, Armin, wenn du 2. Klasse schaffst, gehen wir Legoland Deutschland. Warte, du willst nach Legoland? Schon immer, schon ganze Zeit. Wer würde eher einer alten Oma über den Weg helfen? Auf Lock. Das siehst du? Auf Lock. Wenn ihr duscht, wer duscht am schlimmsten? Also wer macht das Badezimmer dreckig? Freestyle! Oh mein Gott. Weißt du, woran ich denken muss? Als wir in Malta waren. Nein! Wehe dir! Da nehme ich deine Schminke, alles du schweißt das weg. Wir waren in Malta und Sano hat geduscht und ich höre auf einmal nur so einen Schrei von meiner Mutter. So, ah, Sano! Und ich so, was ist los? Der ganze Boden war voll mit Wasser und es ist rausgelaufen so aus dem Ja, Boden. Leute, es war wirklich, also es gab wirklich Niederschlag in Malta, weil Sano geduscht hat. Ja. Wenn aus deiner Familie könntest du ein Geheimnis vertrauen, also wem könntest du ein Geheimnis vertrauen? Die Person ist nicht in meiner Familie, aber Sahar. Ich würde auch Sahar sagen, weil Alibaba wieder im Blog drüst, den so, was genau, Leute? Okay, was sagst du, Sano? Auch Sahar. Sahar, was sagst du? Ersten würde ich ihm was anvertrauen. Alibaba vermisst Susano, als sie klein war. Leute, ich werde auch in Zukunft die Zeit jetzt vermissen. Ich bin einfach froh darüber, dass sie da ist, versteht ihr? Weil seit Marci weg ist, weiß ich, was es bedeutet, wenn jemand weg ist, den man immer da hatte. Also es ist egal, wie alt und so, Hauptsache man hat sich. Wenn Baby, ihr, give in. Wenn ihr noch einen Tag leben würdet, was würdet ihr tun? Nochmal letzten Sieg, vor epischen Sieg. Ich würde so ein Deo benutzen, was für 48 Stunden geht. Dann habe ich noch einen Tag extra.
weil dann habe ich 2 Tage. Oh mein Gott, weißt du, was ich gemacht hätte? Was? Ich hätte Ali geschlagen, ich hätte Oma geschlagen, ein Baby geschlagen. Du hast deine Oma geschlagen? Nein, nicht meine Oma, eine Oma. Ah, okay. Mann, nach euren Antworten kann ich jetzt nicht eine seriöse geben. Letzter Tag, shoppen gehen. Aber wieso shoppen gehen, wenn ich eh schon sterbe? Unnötig. Ja. Wenn ihr der Menschheit einen wichtigen Lebensratschlag geben könntet, welcher wäre es? Ganz ehrlich, weißt du, was mir jetzt als erstes eingefallen ist? Was? Und das war mal ein Ratschlag, den Marcy gesagt hat. Man bereut Dinge, die man nicht getan hat. Ja. Und ich schwöre dir, ich habe mir so oft beim Shoppen, habe ich daran gedacht, weil man bereut immer viel mehr Dinge, die man nicht gemacht hat. Deswegen immer das, einfach alles machen. Marcy hat mir auch was gesagt, aber ich sollte das eigentlich nicht sagen. Gib niemals im Leben oder bei deinem Sport dort auf. Oh, yeah. Eine Frage war auch, wie läuft es bei Sanos Volleyball? Leute, wir haben ein Problem. Ich habe verkackt, weil ich habe sie im neuen Verein angemeldet und wir haben auch schon dieses Video hochgeladen letztens, wo sie beim Turnier war. Aber ich habe vergessen, sie beim alten Verein abzumelden. Jetzt ist sie in 2 Vereinen angemeldet und kann beim neuen Verein nicht spielen, 1 Jahr lang, weil die Und Leute, sagt ehrlich, würdet ihr dann direkt aufhören und was anderes Sarah, machen? Du ziehst oder? Durch. Es ist wirklich und nur meine sogar, Schuld. Und ich habe sogar im April gesagt, ich kann nicht mehr warten im September. Ich will, dass es schnell vorbei ist. Aber Sarah, ich will, dass Sommer vorbei ist. Es tut mir leid, dass es passiert ist, aber es ist keine Option, dass du aufhörst. Ich mache es wieder gut. Wie kann man euch glücklich machen? Was würde dich im Moment richtig glücklich machen? Nur Geld. Dass ich mit Matches und Turniere spielen kann. Okay. Nächste Woche ist Black Friday, also ich schließe mich Armin an. Warum ist Sano so hübsch? Ich habe alles von Zaha, sie hat mir Tipps alles gegeben. Ich habe von ihrer Schönheit genommen. Sano, du hast von deiner Mutter. Danke. Okay. Von euch beiden. Das war's mit dem Video, das war die allerletzte Frage. Danke, dass ihr uns die Fragen geschickt habt auf Instagram und Snapchat. Ich folgt küsse uns euer dann. Herz. Mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Das war's, auf Wiedersehen und hasta la vista! Bitches. Sano, nein. Ew. Oh. Ah. Gib dir einen Kopf weg von meinem Kopf.